Willkommen zum Short Review Review und diesmal zu einem Upgrade des Review Videos Transformers G1 More Than Meets the Eye. Upgrade Videos sollen bestehende ergänzen. In Transformers G1 More Than Meets the Eye warf ich einen informativen Blick auf diesen interessanten Transformers Katalog von 1985. Das Video ist an dieser Stelle in der Infocard verlinkt. Dieser Katalog war für die Käufer, also für die roboterbegeisterten Kinder gedacht. Doch die Händler selbst hatten noch einen eigenen Bestellkatalog. Ich habe 4 Bilder davon von Transformers Square One zur Verfügung gestellt bekommen und wollte euch diese nicht vorenthalten. Da die Auflösung der Bilder teils nicht optimal ist, entschuldigt bitte Unschärfe bei Vergrößerung. Der MB Milton Bradley Katalog war im A4 Format und auf schickem Hochglanz gedruckt. Die Klammern dienten zum Einheften in einen Ordner, was passend war, denn damals gab es meist keine Gesamtkataloge für Händler, sondern eher kürzere, auf einzelne Toylines bezogen. Dieser Händlerkatalog bestand aus 12 Seiten, wobei mir nur die ersten 7 vorliegen. Die weiteren Seiten sollen keine Figurenbilder beinhalten. Deshalb kann ich nur mutmaßen, dass dort Händlerbestellinformationen wie Mindestabnahmen, Bestellformulare, Bestellnummer, Firmenvertreterkontakt und so weiter zu finden sind. Wenn jemand mehr Fotos hat, kann er mich gerne anschreiben und ich würde dazu ein weiteres Upgrade-Video machen. Aber schauen wir uns diesen Bestellkatalog einmal genauer an. Die Titelseite präsentiert das klassische rötliche Design mit dem Karomuster. Unter dem Transformers-Logo prangt das wunderschöne Artwork von der Toybox-Rückseite. Zu sehen sind zahlreiche Figuren aus der ersten Wave. Augenmerk lag auf Jetfire, Shockwave und besonders Grimlock von den Dinobots. Warum er aber dreimal zu sehen ist, also vorne groß als T-Rex, dahinter kleiner, wie er sich vom T-Rex in einen Roboter transformiert, sowie nochmal oben rechts. Die Verwandlung kommt übrigens toll zur Geltung. Zeichnerisch ist angedeutet, dass alle Grimlocks aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Aber auch die Insecticons, sowie Dinobots Snarl und Slag und Topspin sind mehrfach vertreten. Weiter zu sehen sind Will und Twin Twist. Twin Twist ist zwar nur sehr klein zu sehen, doch der rote Brustpanzer sticht hervor. Roter Brustpanzer? Hat die Figur nicht einen blauen? Richtig, die spätere Transformers-Figur ja, wie eben im Katalog zu sehen. Doch hier wurde wohl das Diaclone-Vorbild benutzt und dort hat er einen roten Brustpanzer. Viel interessanter auf dem Bild finde ich aber eine andere Figur. Dies ist der Autobot Drax, der sich aus einer Corvette heraus transformiert. Spannend dabei, er gehört nicht zur ersten Transformers Wave, weshalb er wohl auch nicht im Katalog zu sehen war, war aber eventuell angedacht. Interessant dazu, er ist in Rot gehalten, während die spätere Figur als Toy und als Cartoon-Charakter von blauer Farbe ist. Auch hier wurde sein Diaclone-Vorbild genommen, welches rot war. Für Sammler des Spielzeugs wichtig, es gab auch rote Drax vereinzelt zu finden, auch wenn die Boxen außen sein blaues Ebenbild aufwiesen. Hat wohl damit zu tun, dass Restbestände von Diaclone in der ersten Auflage der Figur mitverwendet wurden. Kamen ja beide aus dem gleichen Werk. Seite 2 bietet eine coole Einführung. Die Transformers, die Welt der Verwandlung, mit den Augen nicht zu fassen. Man hat da wirklich die Texte wortwörtlich übersetzt. Wer seinen Augen traut, ist verloren. In dieser Welt sind die Dinge nicht das, was sie scheinen. Es ist die Welt der Transformers. Eine Welt heldenhafter Autobots und bösartiger Decepticons. Darunter ein präsentatives Bild mit zahlreichen Figuren in Box und Lose. Viel gibt's dazu nicht zu sagen. Gerne hätte ich die Blister und Boxen samt Figuren. Wer nicht? Einzig auffälliger Punkt, keine Box und kein Blister besitzen das MB-Logo in der unteren linken Ecke. Das ist das damalige Logo von Hasbro. Ist kein Wunder, denn das Bild wurde nicht nur für den deutschen Markt gemacht. Auf Seite 3 gibt es die ersten Figuren zu sehen. Die 5 Minibots, Seaspray, Powerglide, Beachcomber, Cosmos und Warpair. Im Text dazu heißt es, klein, aber ungemein schnell sind diese Autobots. Sie sind Boten und erledigen ebenso schnell Spionageaufträge. Es ist eine ganze Gruppe verschiedenartiger Fahrzeuge, die in die Verteidigungslinien der Decepticons eindringen. Jeder Mini-Autobot verwandelt sich von einem Fahrzeug in einen Roboter und wieder zurück. Im oberen Teil seht ihr Twin Twist und Topspin. Twin Twist und Topspin springen dank superschneller Automatik in Action. Diese futuristischen Raumfahrzeuge verwandeln sich bei der Andeutung einer Gefahr in Roboter. Im Kampf lädt der Motor beim Rückwärtsfahren Energie auf, die die Jumpstarters aus eigener Kraft in die Gestalt fürchterlicher Roboter springen lässt. Wer sich an das Video mit dem anderen Katalog erinnert, merkt, dass sich die Texte unterscheiden. Schauen wir uns dieses Bild mal genauer an im Vergleich mit dem aus dem anderen Katalog. Im Comic-Katalog waren die Minibots und Jumpstarters mit je einer Seite bedacht, nun mit einer. Schnell zu sehen, es ist die gleiche Präsentationsfläche, was zeigt, dass es aus der gleichen Fotosession stammte. Aber schaut euch doch einmal dieses Bild genau an und vergleicht die Katalogbilder. 5 interessante Punkte habe ich entdeckt. Ich gebe euch jetzt eine Sekunde Zeit und mal sehen, was ihr findet. Dann checken wir mal eure Liste. Punkt 1. Fehlende Rubbellogos.
An Twin Twist und Topspin finden sich weder als Roboter noch als Fahrzeug diese wärmeempfindlichen schwarzen Sticker, die in diesem Fall das Autobot-Logo sichtbar machen. Ebenso ist es bei allen Minibots in Roboterform. Cosmos steht falsch herum, deshalb ist es bei seinem UFO nur schwach zu sehen. Punkt 2. Unvollendete Verwandlung. Bei Cosmos und Seaspray sind die Köpfe nicht herausgezogen bzw. herausgeklappt. Powerglides Beine könnten noch ein wenig mehr herausgezogen werden. Punkt 3. Fehlende oder andere Sticker. An Cosmos und Powerglide fehlen die Bruststicker. Doch bei Twin Twist und Topspin unterscheiden sich die Sticker völlig mit denen aus dem anderen Katalog, die jenem der verkauften Figur entsprechen. Punkt 4. Cosmos Kopf. Cosmos hat als Figur einen roten Kopf mit gelbem Gesicht. In seiner UFO-Form ist der Kopf aber völlig gelb. Punkt 5. Vertauschte Waffen. Die einzigen, die hier welche tragen, sind Twin Twist und Topspin. Beide halten die Waffen des anderen. Letzter Unterschied passiert, denn die Macher des Fotos sind keine Materiekenner und können nur mit dem arbeiten, was ihnen gesagt und gezeigt wird. Allgemein auf beide Kataloge bezogen, ist schon interessant zu sehen, dass scheinbar dafür Prototypen und Diaclone-Figuren teils mit ergänztem Autobot- oder Decepticon-Logo verwendet wurden. Und das macht diese Betrachtung so spannend. Und, wie viele Punkte habt ihr entdeckt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Über die Constructicons heißt es, diese 6 bösartigen Mini-Constructicon-Fahrzeuge sind vom Oberkommando der Decepticons für ständige Sabotageaufträge an der Front gegen die Autobots entwickelt worden. Jedes einzelne Fahrzeug verwandelt sich in einen Roboter um. Werden alle 6 zusammengesetzt, dann bilden sie den riesigen Devastator, den mächtigen Zerstörer der Decepticons. Die Bilder der einzelnen Figuren und von Devastator sind identisch mit jenen aus dem anderen Katalog und es gibt diesmal nichts anzumerken. Grundsätzlich fiel mir aber auch auf, dass ihre Robo-Logos teils fehlten. Eigentlich kann man nur das vom Bonecrusher sehen. Anders bei den Insecticons, wo die 3 einfachen Insecticons Bombshell, Scrapple und Kickback mit den 4 Deluxe Insecticons Venom, Barrage, Chop-Chop und Ransack auf einem Foto kombiniert wurden. Zu den Insecticons heißt es, die bösartigen Insecticons greifen das Hauptquartier der Autobots an, zerstören Gebäude und Grünanlagen und forcieren die Ziele der Decepticons. Wenn sie unter Druck stehen, verwandeln sie sich in Roboter mit gewaltigen tödlichen Waffen. Large Insecticons. Diese Rieseninsekten haben die Aufgabe, den Planeten der Autobots Cybertron zu verwüsten. Wie eine Seuche befallen sie die Vegetation. Wenn sie angegriffen werden, verwandeln sie sich zur Selbstverteidigung in Roboter. Anstatt Deluxe heißen die anderen hier nur Large Insecticons. Scheinbar wurde mit beiden Bezeichnungen gespielt, wobei Deluxe natürlich exquisiter klingt. Unterschiede sind auf den Bildern kaum vorhanden. Lediglich die Insecticons haben ebenfalls kein Rubbellogo. Die Dinobots sind die Wächter der entfernt gelegenen Regionen des Planeten der Autobots. Sie sind ständig auf Streife, weil sie immer mit einem Angriff der Decepticons rechnen müssen. Beim kleinsten Anzeichen einer Gefahr verwandeln sie sich in mächtige Kampfroboter. Das Foto ist erneut identisch mit dem Comic-Katalog. Dazu habe ich bereits in dem anderen Video einiges gesagt. Auch hier sind nicht wirklich die Rubbellogos zu sehen, die sie später haben. Auf der Decepticon-Seite gibt es die Triple Changers, die in der Textüberschrift Triple Change genannt werden. Die stärkste Waffe der Decepticons zur Verwirrung der Autobots und zur Infiltration der Verteidigungslinien. Immer auf der Hut verwandeln sich diese harmlos aussehenden Objekte schnell in Roboter. Die Autobots sind nicht immer auf die dreifache Verwandlung dieser Decepticons vorbereitet. Flugzeugpanzerroboter oder Zug, Raumgleiter, Roboter. Diese sind nun auf einem Foto mit Ramjet, Thrust und Dirge zu sehen, wobei ein kleines weiteres Bild die anderen Formen von Astrotrain und Blitzwing zeigen. Bei allen scheint auch das gleiche Problem mit dem fehlenden Robo-Logo zu sein. Über die Unterschiede der Triple Changers habe ich ebenfalls im anderen Video gesprochen, zu ihnen gibt es keine neuen Erkenntnisse. Die Decepticon Planes. Tieffliegend und rasant schnell stürzen sich diese Decepticons in den Kampf gegen die Autobots. Für das entscheidende Gefecht verwandeln sie sich dann in bösartige Roboter um. Durch Zurückklappen der Tragflächen, Wegklappen des Fahrwerks und Öffnen des Rumpfs ist die Verwandlung vollzogen. Zu jedem Decepticon-Flugzeug gehören die aufsteckbare Kampfausrüstung, Biokarte und Tech-Specs-Karte mit Decoder. Im Fotovergleich fällt schon bei Ramjet, Thrust und Dirge einiges auf. Unter allen Jets hängen die Waffen von Ramjet, die nach klobigen Raketen aussehen, während die 3 als Roboter die gleichen Armkanonen tragen, passend ihrer Grundfarbe. Diese Armkanonen können jeweils die Spitzen abschießen. Es gibt 2 Arten, einmal eine Laserkanonenspitze und einmal eine Spitze, die ein Raketenkopf sein soll. Auf dem Bild im Comic-Katalog besitzt nur Thrust diese Armkanonen. Dies ist auch bei der verkauften Version später so. Ihm liegen außerdem je 2 der 2 Spitzen bei. So kann der Spieler selbst entscheiden, wie er Thrust ausrüsten möchte. Ramjet und Dirge besitzen leider die hier gezeigten Armkanonen nicht, was echt schade ist, dass sie perfekt wären und besser zu ihren Cartoon-Versionen passen. Überhaupt sehen diese besser aus. Dirge hat letztlich diese bekommen und Ramjet jene klobigen. Interessant, dass nur im Decepticon Planes Text Zubehör sozusagen erwähnt wird. Die aufsteckbare Kampfausrüstung bezieht sich auf die 3 Transformers-Flugzeuge direkt, da Hände, Armkanonen und Flügel extra an- bzw. umgesteckt werden müssen.
Biokarte und Techspex-Karte mit Decoder, also dem roten Folienstreifen, um die Parameter wie Stärke und Feuerkraft auszulesen, sind ebenfalls dabei. Die Techspex-Karte war Teil der Box und der Blisterkarte und jeweils auf der Rückseite zu finden. Die roten Folienstreifen lagen den Boxen bei. Was ist aber die Biokarte? Gemeint ist der Informationstext zu den jeweiligen Charakteren, der sich links neben den Tech-Daten befindet. Aufmerksam gelesen klingen Biokarte und Tech-Specs-Karte nach zwei unterschiedlichen Karten und dies sollte eins so sein. Eigentlich waren zusätzlich geplant kartenspielgroße Karten, die auf der einen Seite den Charakter zeigen und auf der anderen ebenfalls die technischen Daten auflisten. Gedacht als Sammelobjekt, aber die waren nicht enthalten, aus Kostengründen wohl weggelassen. Anders in Japan. Diese gehörten zu jeder Figur. Oft waren sie auf einer der Innenlaschen der Boxen abgedruckt, lagen aber ebenfalls teils als Extrakarte bei, wie diese von der späteren Encore-Reihe. Eigentlich schade, dass sie für unseren Markt nicht mehr dabei waren. Wären schöne Sammlerstücke gewesen. Das waren viele Worte zu nur 4 Fotos. Zuletzt noch ein Fun-Fact. Alle Transformers-Figuren wurden damals einem Kind ab 4 Jahren empfohlen. Das war's für dieses Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis zum nächsten Mal.